Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Gestern hat Rockstar Games endlich einen Teaser bzw. einen Trailer hochgeladen zu der GTA-Trilogie und die Community ist ausgeflippt. Da hat man wirklich gesehen, wie stark die GTA-Community eigentlich ist, wenn Rockstar Games mal die Wünsche der Community erfüllen würde. Rockstar Games Newsfeuer-Seite war down und so weiter und so fort und die Resonanz auf meinem Video war auch sehr, sehr krass. Ich bemühe mich wirklich immer die neuesten und schnellsten Informationen für euch zu liefern. Also, da waren auch manche verwundert, wie schnell ich eigentlich war. Und ich war wirklich sehr, sehr schnell. Alles nur für euch. Ihr habt es wirklich gut mit mir. Also, wenn du auch ein Teil dieser Community sein willst, dann abonniere diesen Kanal. Hier bist du immer auf dem neuesten Stand, wenn es ums Thema GTA, GTA 6 und natürlich GTA 5 geht. Und definitiv werden noch Videos zu der GTA-Trilogie kommen, wenn wir weitere News diesbezüglich erhalten. Also, diesen Kanal abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Danke euch. Wir haben aber gestern neue Informationen zu der GTA-Trilogie erhalten, die wir jetzt in diesem Video besprechen werden. Es sind neue Informationen seitens Rockstar Games und wann wir den Release erwarten können. Gebt mir erstmal ein Like, um mich zu supporten. Das würde mich sehr, sehr freuen und das Video pushen. Danke für euren Support, das mache ich wie gesagt alles nur für euch. Kommen wir mal ganz schnell zu der Newsware-Seite seitens Rockstar Games, die neue Informationen zu der GTA-Trilogie uns mitgeteilt haben. Im ersten Abschnitt sagen sie, dass sie später in diesem Monat das 20-jährige Jubiläum feiern werden, weil GTA 3 das 20-jährige Jubiläum in dem Sinne halt hat. Und dadurch schenken sie uns halt die GTA-Trilogie. Das heißt, wir bekommen eine verbesserte Auflage von GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas. Wir werden definitiv in den nächsten Wochen noch einen richtigen Trailer sehen, wo wir auch die Grafik, die Animation und so weiter und so fort seitens Rockstar Games sehen werden. Bin da mal sehr, sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Dann finde ich das wirklich süß von Rockstar Games, was sie geschrieben haben, denn Folgendes haben sie gesagt. Wir möchten uns von Herzen bei allen Grand Theft Auto Fans bedanken, die die Spiele in den letzten zwei Jahrzehnten unterstützt haben. Ihre Liebe und Wertschätzung für diese Spiele hat dazu beigetragen, die Grand Theft Auto Serie mit jeder Literation voranzutreiben. Also, sie wissen auf jeden Fall uns sehr zu schätzen, dass wir helfen, natürlich indem wir auch GTA spielen, GTA und Rockstar Games oben zu halten. Sie verdienen durch uns sehr, sehr viel Geld und das weiß Rockstar Games auch zu schätzen. Ich finde es schade, dass sie trotzdem mal GTA 5 nochmal rausbringen müssen, ja, auch seitens Take-Two Interactive. Und ich denke mal, Rockstar Games würde auch GTA 6 raushauen wollen, aber können sie halt nicht. Des Weiteren sagen sie, dass Grand Theft Auto, The Trilogy, für die PlayStation 4, Xbox Series X und S, Xbox One und PlayStation 5 sowie auf dem PC erscheinen wird. Im ersten Halbjahr 2022 soll die GTA-Trilogie auch auf den Handys erscheinen. Die Frage ist halt, ob es auf dem Handy genauso erfolgreich sein wird. Das muss jeder selbst wissen. Wer es gerne auf dem Handy zockt, kann es gerne machen. Definitiv werde ich es mir für die PlayStation 5 holen. Zudem nennen sie uns noch ein paar Informationen, was wir erwarten können. Sie sagen, dass die Definitive Edition einen umfassbaren Upgrade bietet, grafische Verbesserungen, moderne Gameplay-Verbesserungen für alle drei Titel, aber das klassische Bild der alten GTA-Zeile wird noch weiter erhalten bleiben. Das heißt halt, dass sie zwar eine bessere Grafik haben, aber trotzdem der Stil soll immer noch den alten GTA-Zeilen ähneln. Natürlich, die Grafik wird besser und das Gameplay wird auch modernisiert. Wenn ihr zum Beispiel GTA Vice City auf dem PC spielt, die Tastaturbelegung ist sowieso nicht so das Beste und das alles wird natürlich auf die neue Generation bzw. auf die aktuelle Zeit bearbeitet. Ganz wichtig ist, Leute, natürlich, Rockstar Games ist sehr gut dabei, Sachen zu verkaufen, auch im Bereich Marketing. Sie versprechen uns sehr, sehr viel. Man kennt es auch mit GTA 5 Expanded oder Enhanced, dass wir da krasse Updates erhalten werden, krasse Verbesserungen und es ist erweitert und verbessert und im Endeffekt haben wir den Trailer gesehen, es ist nichts Krasses gewesen. Deswegen freut euch auf die GTA-Trilogie, aber Erwartungen trotzdem nicht so hochschrauben, dass ihr am Ende enttäuscht werdet, das mache ich genauso. Trotzdem, daher ist es auf jeden Fall da. Es bietet den Leuten die Möglichkeit, die neu hinzugekommen sind, die GTA San Andreas zu spielen, GTA Vice City zu spielen und die GTA 3 zu spielen. Ich habe zum Beispiel GTA 3 gespielt, aber habe nie die Missionen gemacht, bin einfach nur rumgefahren. GTA Vice City habe ich auch gespielt, bin auch eigentlich nur rumgefahren, habe kaum Missionen gemacht und GTA San Andreas muss ich zu bedauernderweise erzählen, dass ich das gar nicht
besessen habe. Also GTA San Andreas wird zum Beispiel für mich ganz neu sein. Ich habe es natürlich schon gespielt, ja, aber ich hatte es nie auf meiner eigenen PlayStation 2 oder so. Deswegen freue ich mich auf die GTA-Teile, damit ich die Story auch neu erleben kann. Zudem hat Tom Anderson uns auch genannt, wann der Release stattfinden wird, und das wird am 11. November. So wie es aussieht, werden sie halt GTA 5 Expanded und Enhanced mit GTA Trilogie ersetzen, und das haben sie auch vorgehabt. Am 11. November wird dann nicht GTA 5 erscheinen, das wird ja verschoben auf März 2022, sondern die GTA Trilogie als Ersatz, beziehungsweise damit sie eventuell auch die Fans wieder stillen können. Denn die Fans waren in Bezug auf GTA 5 auch schon sehr, sehr sauer, und mit GTA 3 und GTA Vice City und GTA San Andreas kann Rockstar Games die Herzen der Fans nochmal zurückgewinnen. Zu den Preisen kann man noch nicht viel zu sagen, aber auf Steam wurde auch GTA San Andreas, Vice City und GTA 3 gelistet, und da sieht man auch, dass im November 2021 erscheinen wird, und dort ist auch ein Preis aufgelistet. GTA San Andreas soll 14,99 kosten und die anderen Teile 9,99. Vielleicht, weil GTA San Andreas einfach so beliebt ist, und das weiß Rockstar Games auch, und deswegen ist es teurer als die anderen Spiele. Also Release 11. November, grafische Updates, verbessertes Gameplay und so weiter und so fort. Wenn neue Informationen kommen zu der GTA-Trilogie, werde ich es euch sagen. Also bleibt definitiv dran mit einem Abo. Ist es kostenlos und ihr werdet bestimmt nicht von mir enttäuscht werden. Also ein Like, und wie gesagt, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was sagt ihr, seid ihr hyped und was erwartet ihr von der GTA-Trilogie? Freut ihr euch? Lasst es mich wissen in den Kommentaren, und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke fürs Schauen. Tschüss.